Ja, Niederlagen tun immer weh und natürlich hat man unsere tolle Serie gerne noch ausgebaut. Haben dann in Gladbach aber ein paar Fehler zu viel gemacht und das haben sie gnadenlos ausgenutzt. Bitter bestraft worden und Gladbach ist dann einfach extrem stark und wir haben es zu spüren bekommen. Immer ja, dumm zu verlieren. Und ja, wir haben auch gestern, vor allem in der zweiten Halbzeit, kein so gutes Spiel gemacht. Ich fand, in der ersten Halbzeit waren wir ganz gut drin, machen auch dann den Ausgleich, waren eigentlich ja, gut im Spiel und kriegen ja kurz danach dann auch das 2-1. Und ja, dann war es schwer. Vor allem Gladbach hat es auch richtig gut gemacht. Sie standen gut, haben ist eine richtig gute Mannschaft, haben gute Kontermöglichkeiten gehabt. Und ja, machen dann das 3-1, ja, weil wir nicht wach genug waren, meiner Meinung nach auch. Und ja, dann ist es natürlich schwer in Gladbach bei so einer guten Mannschaft dann das Ding noch zu drehen. Ja, sehe ich auch so. Besonders das 2-1 war dann für uns schon sehr doof, weil wir da, glaube ich, auch nach dem 1-0 dann doch gut zurückgekommen sind, das 1-1 gemacht haben und nach vorne immer wieder ein paar Aktionen hatten. Natürlich war Gladbach erste Halbzeit schon immer wieder brandgefährlich und ich glaube, hätten wir das 1-1 ein bisschen länger halten können, wäre das Spiel dann vielleicht ein bisschen länger ausgeglichen gewesen und sowas dann. Ja, einfach schwierig aus der Halbzeit zu kommen. Da wollte man noch ein bisschen umstellen und nochmal zurückkommen. Dann direkt das 3-1, das war natürlich schon ein Genickbruch. Und dann wissen wir halt, Gladbach steht dann richtig gut mit ihren zwei Viererketten und nach vorne immer wieder brandgefährlich. Da muss man dann höllisch aufpassen auf die Konter. Und ja, es war an dem Tag dann nicht mehr viel auszurichten. Ja, ich würde sagen, wenn man gegen so eine gute Mannschaft spielt, dann muss man auch seine Top-Leistung bringen und 120%. Und da sind wir gestern leider nicht rangekommen, haben viele kleine Fehler gemacht und das reicht natürlich nicht gegen so einen Gegner. Wir wollten das Spiel dann schon auch noch klar analysieren und die Fehler auch ansprechen, weil keine Niederlage muss sein. Und wir wollten die auch nicht, wir hätten das gern noch ausgebaut, aber wir wollten das jetzt einfach dann auch ansprechen und nicht einfach wieder Tagesordnung übergehen und einfach mal dann so abhaken. Ja, irgendwann musste ja die Niederlage kommen. Nein, wir wollen das dann klar analysieren, die Fehler abstellen und dann gegen Köln wieder ja, was Neues starten. Wir gucken, dass wir uns diese Woche sehr gut vorbereiten. Wir müssen diese Woche sehr hart arbeiten. Wir müssen ja, viel trainieren, viele, viele Sachen ansprechen und dass wir auf das Spiel dann ja, sehr gut vorbereitet sind und die Punkte hier bei uns zu behalten.